Willkommen zu einem neuen Part, zu einem neuen Livestream. Edna bricht aus in den Zwergenfürst. Ja, wir spielen weiter. Und ja, Stiesel, reden wir mit ihm. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster und er sieht wütend aus. 30 Sekunden Verzögerung, Absicht oder Technik-Fail. Technik-Fail. Modi, eindeutig Technik-Fail. Nicht gewollt, aber ich nehme es in Kauf. Muss halt so reden mit... Na komm, rede. Rede mit ihm. Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Ach, passt schon. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Willst du mich zu Tode langweilen? Da hätte ich gleich einen Vorschlag. Du könntest mir noch etwas über Minigolf erzählen. Schlappnase. Oh, du... Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Freiheit. Aber wir reden noch weiter mit ihm. Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Willst du tief Luft holen und mich vom Dach pusten? In dem Fall stehen die Chancen 50-50. Was tötet mich zuerst? Der Aufschlag oder dein Mundgeruch? Oh, du... Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Ja, wir wollen uns alles anhören. Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Okay, aber das glaub haben wir schon mir, gehört. Der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Ich kann es auch nicht überspringen. Naja. Willst du den Telefonjoker nehmen? Du könntest jemanden anrufen, der nicht so eine Memme ist wie du. Ein 5-jähriges Mädchen zum Beispiel. Oh, du... Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Gut, hier kommen wir wahrscheinlich erstmal nicht weiter. Jetzt gehen wir einmal ums Haus rum. Na komm, ich weiß sogar schon, wie wir reinkommen können. Wir haben ein bisschen was im Inventar. Geh zuvor. Genau hier. Da können wir rein. Geh zu Gitter. Zack, schon sind wir wieder drin. Und hier hindurch. Da ist der Typ beim Löffel. Sehr schön. Und jetzt, wo der Stiesel doch da drin hängt, festhängt in dem Raum mit Fenster, können wir doch bestimmt hier an ihm vorbei. Das ist doch bestimmt der Weg. Die Säule, die können wir doch bestimmt, lass uns die Säule verschieben. Säule, sehr gut. Jetzt kommt der Stiesel da nicht mehr durch. Jetzt können wir in aller Ruhe um die Ecke gehen. Nicht so schnell, was? Süße. Wie bist du denn da durchgekommen? Hab ich dich doch noch erwischt. Was wie zum kommst Henker? Du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, was zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Das ist ein... Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Das ist ein Bug. Yep. Wir haben die... Okay, Houdini. Ich weiß ich zwar nicht, es gerade in der 30-Sekunden-Verzögerung. Aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Wir haben die Säule vor die... Okay. Wir haben die Säule da vorgestellt. Das ist ein... lupenreiner Bug. Aber gut, gehen wir halt nochmal durch den Schacht. Das ist hier. Da läuft was schief. Na, das muss ich mir nochmal angucken. Zum Glück kommen wir hier ganz leicht durch. Geht zur Tür. Na komm, der ist doch da jetzt noch drin, oder? Säule benutzen.
bist doch da drin, oder? Die Sonne steht jetzt davor. Jetzt können wir doch... Wir können es einfach mal überprüfen. Wenn wir jetzt draußen mit ihm reden, dann wissen wir, dass er da steht. So. Zu Gittern. Zur Dachkante. Oh, das ist kein Stiesel. So müsst aber auch. Da müssen wir den erstmal hinlocken. Und dann die Sonne da vorstellen, oder? Wie sieht das aus? Mensch. Jo. Die Sonne steht noch vor. Aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Die Säule blockiert die Tür. Hm. Aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Hm. Müssen wir was draufstellen vielleicht? Lexikon mit Säule. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Der bringt aber nichts, weil... Kollege ist da nicht mehr drin. Na toll. Da sitzt er doch. Ach Mensch. Muss versaut oder was? Passt genau. Ja. Gut. Passt genau. Jetzt wissen wir, wie man es macht. Jetzt müssen wir ihn erstmal hier hinlocken. So sieht das nämlich aus. Um die Ecke. Daran lag das also. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Das lag daran, dass er die Türklinke öffnen konnte. Warte gefälligst! Verstehe. Das Lexikon müssen wir da hinlegen. Und geht zur Tür. Na komm. Hier hindurch. Und da hindurch. Was soll das? Stiesel? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. So, jetzt ist der liebe Stiesel da draußen. Geh jetzt vor. Und jetzt können wir hier von der anderen Seite... ihm eine Säule und ein Lexikon vor die Tür legen. Na komm. Hier durch. So. Na komm. So, und jetzt ganz schnell mal hier die Säule benutzen. Benutze die Säule. Und... Lexikon. Zack. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Tja. Du sitzt fest. Was soll das? Ich bin hier noch drin! Das ist übrigens dasselbe Geräusch wie bei Hallo! Dem... Hallo! Holger! Gitarrengeräusch. Dr. Marcel! Irgendwer! Zellfrei. Errungenschaft freigeschalten. Sehr schön. Und jetzt können wir uns hier frei bewegen, relativ. Wir sind aus der Zelle raus. Stuhl. Keine Zeit zum Ausruhen. Das Schöne ist ja hier, dass man alles mit allem kombinieren kann. Und na, mein vierbeiniger mit Freund. Mit allem reden kann. Man kann hier sogar mit Stühlen reden. Das ist das Schöne. Da, wo ich hin will, gibt es bestimmt viel tollere Stühle. Das stimmt. Also du kannst den Stuhl nehmen, aber du willst ihn nicht nehmen. Ein stuhliger Stuhl. Stuhlvolles Beispiel der Stuhlhaftigkeit. Großartig. Kombiniere Harvey mit Stuhl. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd sein. Tja. Ach. Jetzt haben wir uns wieder Nagel abgeknabbert. Benutze Polo-Stecker und cool. Spielt man zwar im Sitzen. Mit Stuhl. Aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Pro
Solo spielt man im Sitzen? Aha. Draufgekritzelt. So. Captain Unbrauchbar. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Okay. Benutzen die Tür. Die Tür mal öffnen. Auch von dieser Seite verschlossen. Reden mit Tür. Was sagst du nun, Tür? Ich bin draußen. Ha, sie schmollt. Eine schmollige Tür. Eine Schmolltür. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Tja, aber sie kann ausstehen, bis du, ja, bis du vergammelst. Polo wird reitend gespielt, also ja, theoretisch im Sitzen. Also nicht auf einem Stuhl wie hier in Deponia, nee, Edna bricht aus, heißt das Spiel. Das ist offensichtlich die Tür zu meiner Zelle. Ich hatte mir diese Seite anders vorgestellt. Ja, man stellt sich vieles anders vor im Leben. Und letztendlich gibt es doch immer eine Treppe, mit der man hinuntergehen kann. Oh, neue Räume, neue Ebenen erschließen sich mir. Der Tür. Na, wo sind wir jetzt gelandet? Aha. Oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Dem haben wir ja schon den Fernseher abgestellt im letzten Part. Im letzten Stream. Ja, ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, von dir. Hör mal, stör mich nicht, okay? Dann lass mal ihn mal stören. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ja, hier, hast das ganze Wasser getrunken. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Die lustigste Szene im ganzen Spiel. Mit Abstand. Also mein Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Das werden wir ja mal sehen, Blase. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey! Das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Ach was. Das hab ich auch nie gedacht. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Tja, den kriegen wir doch schon. Also deine Blase kriegen wir schon noch zum Platzen. Apropos Wasser. Jetzt kommt die Geisterszene. Mit Abstand. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Mir gefällt's. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin. Und zurück. Husch. Aufhören. Husch. Es ist schön. Ich bin so ein kleiner Masochist, deshalb. Ja, deshalb macht mir sowas leider viel zu viel. Viel mehr Spaß, als das eigentlich machen sollte. Ja.